Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Kiko-Adventskalender rein. Das ist dieser hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 99 Euro kostet der und das Thema ist Holiday Premiere. Ich bin sehr gespannt, wie der dieses Jahr aufgebaut sein wird, weil die letzten Jahre war der sehr labberig. Das hat mir nicht so gut gefallen und der Inhalt war eher so mäßig. Und jetzt nehme ich mal den Deckel ab und wow, habe hier wirklich was Schönes drin. Nein, das finde ich richtig hübsch. Und hier haben wir auch so jemanden, der Bass spielt, eine Geigerin und einen Dirigenten. Also das ist halt wirklich wie, keine Ahnung, wie ein Orchester. Nein, das ist ein Orchester, ne? Und ja, dann gucken wir mal, ob die Musik, die gespielt wird, uns gefällt. Denn hübsch ist er auf jeden Fall, oder? Aha, hier hinten sind nämlich so Häkchen und damit wird es festgehalten. Sehr interessant. Das erste Kläppchen, was ich hier habe, ist ein Lippenprodukt. Crystal Lip Balm. Also es startet mit einem Lippenpflegestift, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der Wert sein soll. Guckt euch das an. Also das Pressing bei dem Bullet ist so hübsch. Also viel zu schade, um ihn als Lippenpflegestift zu verwenden. Der hat auch leichte Schimmerpigmente mit drin. Sehr, sehr hübsch gemacht. Also das gefällt mir schon mal. Dann schauen wir mal, ob es am 2. Dezember genauso schön weitergeht. Also ich hatte mich ja sonst immer beschwert, dass die halt keine limitierten Produkte so mit reinpacken, sondern nur diese Standardsortiment-Sachen. Okay, wir haben hier einen Monolidschatten drin enthalten, High Pigment Eyeshadow in der Farbe 30. Ich denke, das ein oder andere Hauttönchen könnte den tatsächlich sogar als Augenbrauenfarbe verwenden. Weil der halt so einen schönen Taubton hat, kann ich mir das gut vorstellen. So ein bisschen aschig, ne? Ich verwende jetzt nicht so unbedingt Monos, deswegen wird das weiterwandern. Aber der ist deutlich schöner aufgemacht als der oder die Monos, die wir sonst immer hier drin hatten. Man muss schon so ein bisschen suchen, um die einzelnen Zahlen zu finden. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Aber es ist ja eigentlich auch ein Spaß, ne? Dass man sich so durchgucken kann. Und hier hat Kiko tatsächlich zugehört, dass die hier auch eine Full-Size von einem Nagellack reingemacht haben. Ne? Power Pro Nail Lacquer mit 11 Millilitern, den haben wir jetzt hier. Und das ist so ein wunderschöner, schimmernder Champagnerton. Ich kann mir das so gut vorstellen, zur Weihnachtszeit, zu Heiligabend oder wie auch immer, dass man sich halt so rote Nägel macht, dann vielleicht nur den Ringfinger in dieser Farbe. Ich glaube, das kommt echt gut. Hier haben wir die Nummer 4. Da haben wir auch wieder ein Lippenprodukt drin. Oh, das ist jetzt schon das zweite, ne? Okay, aber es ist ein Lippenstift und kein Lippenbalsam in der Farbe 17. Unlimited Stylo. Auch das ein sehr schönes Verpackungsdesign, was richtig schön auch in den Adventskalender reinpasst. Und das ist ein richtig schöner Rotton. Oh, ja, das passt richtig, richtig gut, ne? Mag ich gerne leiden und deswegen ist der hier auch sehr gut aufgehoben. Oh, und die Nummer 5 ist richtig schön riesig. Das ist klasse. Und hier ist eine Wimpernzange drin. Das ist ein Füllprodukt, was ich gut finde. Also Kiko hat auch gerne mal dazu geneigt, sehr bekloppte Füllprodukte reinzupacken. Aber nein, wir haben hier eine Wimpernzange mit einem Wechselgummi. Und Wimpernzangen finde ich klasse und deswegen ist die hier auch echt. Also finde ich schön, dass sie drin ist. Richtig geil wäre es natürlich, wenn die jetzt in der 6 auch noch eine Mascara drin hätten, weil das wird ja passen. Also von der Größe des Kläppchens könnte es sein. Es hört sich aber eher nach einem Stift an. Ja, ein Lip Liner. Okay, der passt auch richtig schön zu dem Lippenstift, den wir eben hatten. Everlasting Color Precision Lip Liner. Und das ist die Farbe 409 mit 0,35 Gramm. Dürfte aber eine Full Size sein. Finde ich auch richtig gut gemacht. Also ein Klassiker, ne? In einem Adventskalender. Ist zum Rausdrehen, was ich auch immer sehr schön finde. Und hinten, huch, hast du einen Anspitzer mit dran. Okay, zum einen das und zum anderen, das ist so ein Gummi. Und damit kann man den dann quasi verteilen oder ist es eher so zum Korrigieren? Das kann ich mir vorstellen, ne? Wenn man sich vermalt hat, dass man mit dem Gummi da einfach noch ein bisschen rangeht. Mache ich ja sonst gerne mit dem Finger, aber dann hast du hier auf jeden Fall etwas professionellere Korrekturhilfe. Die Nummer 7 ist auch wieder sehr leicht. Da ist bestimmt ein Schwämmchen drin, aber die Kiko-Schwämmchen finde ich eigentlich ganz cool. Und ich habe auch mal so ein,
ja, so einen ganz fancy Schwamm in einem Kiko-Adventskalender drin gehabt, der auch sehr, sehr cool ist. So eckig und ganz witzig. Hier ist es aber so ein ganz klassischer, richtig schön. Aber das ist jetzt sehr schnell aufeinander für Produkt, auf, also für Tool auf Tool, ne, quasi. Ein sehr pinkes Schwämmchen, wo du hier eine abgeschrägte Kante hast. Und hier ist das dann nochmal, ne, dass man da auch schön mitarbeiten kann. Fühlt sich gut an, auch sehr weich. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Qualität. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und diese Lady spielt Geige, glaube ich. Guck, die hätten sie in die 6 packen sollen. Ne? Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool geworden. Maxi Mod Volume and Definition Mascara. Das ist eine Full Size. Sowas finde ich hier super. Und wir haben ja auch in diesem Adventskalender bislang jetzt nicht irgendwie so Mini-Größen oder Travis-Sizes drin. Und das muss ich wirklich einfach mal lobend erwähnen. Ne? Ich blende euch hier das Bürstchen mal ein, weil ich kann nicht jede Mascara aus jedem Adventskalender öffnen. Und ja. Die Kiko-Mascaras sind okay, machen bei mir aber nicht so diesen Wawawoom-Effekt, den ich ja so gerne liebe. Aber sie sind auf jeden Fall solide und viele mögen die auch. Wow, in der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas sehr, sehr Langes freuen. Ach, ein Pinsel, ja, das finde ich klasse, ne? Richtig schön in 02 von Kiko. Also das ist so ein Pinsel, mit dem kannst du, der ist sehr fest gebunden, kannst du Concealer auftragen. Du kannst aber auch damit deinen Lidschatten auftragen und verblenden, ne? Je nachdem, wie so deine Routine ist beim Schminken. Und hier auf jeden Fall noch so ein, ja, Stopper drumherum. Finde ich klasse. Also Pinsel in Adventskalendern bin ich immer Fan von. Es sei denn, die sind super billig, aber der fühlt sich gut an. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Mit einem Tübchen. Ja, die haben hier eine Eye Base reingepackt. Eine Pearly Eye Base. Das finde ich cool. Weil das kannst du wirklich mit jedem Hautton auch verwenden. Finde ich super. 10 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und das läuft hier fast schon auf einen Fullface Adventskalender raus, oder? Also du kannst hier wirklich die Produkte super verwenden, um dir damit einen schönen Look zu schminken. Und bislang könntest du alles, was hier steht, auch in diesen Look schon integrieren. Mega! Und wir sind bei Nummer 10. Die Nummer 11. Hier haben wir die erste Schnapszahl. Hier könnte ich einen Eyeliner drin vermuten. Und hier ist auch einer drin. Intense Color Long Lasting Eyeliner in der Farbe 16. Und das sind 1,2 Gramm. Das dürfte auch eine Full Size sein. Und auch hier, ne, haben wir vorne die Farbe. Das ist jetzt einer aber zum Anspitzen. Sehr wahrscheinlich, mal gucken, haben wir einen Anspitzer drin. Die Firmen halten sich ja Gott sei Dank etwas zurück damit, weil ja, schon Anspitzer sind irgendwie cool, aber es ist so ein klassisches Füllprodukt, ne? Und auf der anderen Seite haben wir so ein ja, kleines Schwämmchen. Das ist super, um den zu zersmatschen. Nein, um zu smatschen. Wenn du dir den Eyeliner drauf gemacht hast, dass du smatschen kannst und dann wird das so ein bisschen smoky eye-mäßig. Wow, also die Nummer 12 ist ja wirklich mal groß. Das ist die Halbzeit. Hier haben sie auch immer mit drin, das stimmt. Das sind die Pure Clean Wipes, Waterproof Make-up Remover Wipes. Ja, da sind 10 Stück drin. Die hasse halt jedes Mal im Kiko Adventskalender. Man fragt sich, ey Leute, ich habe hier fast 100 Euro für ausgegeben und du packst hier einfach mal so Cleansing Wipes rein. Schminkt euch bitte nicht damit ab. Das ist nicht so gut für eure Haut, weil ihr damit nicht ganz alles runterbekommt und weil man zu viel rubbeln muss. Ich empfehle ja immer das Double Cleansing. Das ist ein bisschen hautfreundlicher und ja, das nehme ich zum Swatches entfernen oder so. Aber, oder um Lippen-Swatches zu entfernen, wenn ich so Lippenprodukte teste oder so. Aber ich weiß nicht, warum sowas überhaupt noch hergestellt wird, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mittlerweile sind wir doch recht weit, was so die Kenntnisse über Haut und so angeht, oder? Also fast schon niedlich ist die Nummer 13. Auch, also erste Halbzeit gefällt mir gut. Habe ich jetzt hier 50 Euro stehen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Kiko recht hochpreisig, dementsprechend, also mittelpreisig sind die ja, ne? Hochmittelpreisig. Deswegen, ja, bestimmt. Ja, aber haut mich noch nicht so von den Socken. Ich bin auf die zweite Halbzeit gespannt. Und hier fängt es an mit einem kleinen Produkt. Holiday Premiere 02. Das ist ein ganz kleiner Lippenstift, so für die Handtasche. Aber wir haben hier kein klassisches Rot oder so, sondern ist also auch eine sehr schöne, nude, matte Geschichte. Also gefällt mir optisch schon mal sehr, sehr gut. So ein bisschen My Lips But Better. Ne? Das ist hübsch. Und wieder aus dieser Holiday-Premiere-Reihe finde ich gut. Die Nummer 14 könnte so groß sein, dass hier vielleicht sogar ein Fixing-Spray drin ist. Nee, wir haben hier eine Yellow Clay Mask drin enthalten. Das ist auch toll. Ja, die haben ja auch Pflege, ne? Mit Honigextrakt haben wir das und das sind 50 Milliliter. Sowas mag ich. Honigmasken sind auch immer sehr pflegend, weil sie auch so gegen Hautunreinheiten, also die sind, also Honig ist generell ja antiseptisch, ne? Und dann hast du hier auch noch den gelben Lehm mit dabei, was das Ganze dann ja wahrscheinlich eigentlich eher Richtung klärend haben soll. Aber hier steht Nourishing and Glowing Face Mask. Sehr spannend, muss ich ausprobieren.
Die 15 fühlt sich sehr leicht an. Das ist irgendein Film. Ja. Nee. Holiday Premiere, Face Stickers, 28 Stück. Also nicht in einem 100€ Adventskalender, ne? Das finde ich jetzt nicht so cool. Wenn ich das in irgendeinem 30€ Adventskalender drin habe, würde ich solche Face-Sticker auch okay finden oder solche Pärchen-Geschichten. Aber nicht in einem 100€ Adventskalender. Nö. Was meint ihr? Was ist eure Grenze für solche Face-Sticker? Oh, ein Eyebrow-Designer. Eine Augenbrauen-Mascara mit 4,6 Millilitern. Das dürfte auch in transparent sein, weil hier keine Farbe oder so draufsteht. Sowas passt einfach genauso wie ein Primer, eine Lidschattenbase, eine Mascara in Adventskalender rein. Weil das ist nicht farbgebunden oder ein Puder wäre auch ganz cool, ne? Und sowas kann einfach jeder verwenden, der den Adventskalender auspackt. Oh, die Nummer 17, eine Woche vor Heiligabend, ist richtig groß. Energizing Eye Patch. Richtig, richtig cool. Das ist richtig toll. Also klar, es ist eine Einmalanwendung in einem 100€ Adventskalender, aber trotzdem, das sind ganz, ganz toll pflegende Augenpads, die ich auch sehr gerne verwende. Morgens ein Traum und am besten in den Kühlschrank packen und dann verwenden. Das ist cool, dass die mit reingegeben haben, muss ich sagen. Doch. Herzlich willkommen in der Weihnachtsfeier. Hier ist ein Typ drauf, der Triangel spielt. Fancy, ne? Oh, hier haben wir wieder einen Pinsel und zwar ist es ein Kabuki. Das ist auch schön, ne? Hier steht zwar ein Haar ein bisschen ab, das ist auch lose gewesen. Oi, der fühlt sich richtig gut an. Das finde ich klasse. Also, ne, sowas passt auch in so einen Adventskalender mit rein. Cool wäre jetzt natürlich, wenn wir hier ja auch einen Base-Pinsel drin haben, dass wir hier auch irgendein Base-Produkt finden. Puder zum Beispiel wäre richtig nice, dass man da auch die Anwendung für hätte. Aber ja, das gefällt mir. Das ist, ne, was meint ihr zu Pinseln? Mögt ihr Pinsel in Adventskalendern oder findet ihr die nicht so gut? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, was die Harfe-Spielerin uns hier in der Nummer 19 geben möchte. Denn das ist auch wieder ein schönes, großes Kläppchen. Ja, hier haben wir Holiday Premiere Lip Mask drin. Auch das ist ein Produkt, was ich jetzt in Ordnung finde. Also, ich habe damals Lippenmasken blöd gefunden. Mittlerweile verwende ich sie halt doch relativ häufig. Deswegen beschwere ich mich da auch nicht drüber. Und ja, die kann man dann abends auch sehr gut verwenden, wenn man dann tagsüber zum Beispiel, wie ich jetzt heute einen Drehtag hatte, dann kann ich mir die heute Abend drauf machen. Und das macht das alles dann etwas smoother und angenehmer für mich tatsächlich. Also ist schön, hätten sie nur ein bisschen besser aufteilen können, weil so haben die jetzt so zwei Einmalanwendungen sehr, sehr kurz aufeinander reingepackt. Ne? Aber nun, wir schauen weiter. Immerhin lieber sowas als Abschminken. Tücher. Am 20. Dezember finden wir uns bei dem Endspurt Richtung Heiligabend und hier haben wir einen Eyeliner drin. Precision Eyeliner, das dürfte auch eine Originalgröße mit 2,5 Millilitern sein. Auch ein klassisches Schwarz. Ich persönlich mag lieber solche Eyeliner als Kajalstifte, aber noch lieber mag ich solche Eyeliner als Pinsel, als Stift quasi mit vorne Schwämmchen oder Pinsel dran, am liebsten Pinsel. Ne? Jeder hat da so seine persönliche Präferenz und das hier ist ein Dip-Eyeliner. Das passt doch. Oh, die Nummer 21 könnte ein richtig schönes Base-Produkt sein. Da bin ich mal gespannt. Und hier drin befindet sich ein Blush. Das ist der Klassiker, den haben wir, glaube ich, auch jedes Jahr mit drin in der Farbe 06 Unlimited. Ne? Das ist diese ganz klassische Verpackung, die wir so kennen. Und ja, das ist ein sehr aschiges Tönchen, was aber, glaube ich, auch echt universell getragen werden kann. Der ist nämlich nicht zu knallig, aber auch nicht zu hell. Also ich glaube, das ist ein guter Mittelfeldton, ne? Muss man einfach mal schauen. Und dazu passt natürlich der Kabuki, wobei du damit natürlich richtig viel Blush auftragen würdest. Die Nummer 22 saß sehr fest. Okay, wir haben noch ein Lippenprodukt. Leute, das ist jetzt ein bisschen viel. Aber gut, ja. Das ist der Hydra Shiny Lip Styler Stylo in der Farbe 05. Und wahrscheinlich ist es so, entweder nimmst du Lippenbalm, wenn du gar nichts verwenden möchtest, oder du nimmst den roten, wenn du es halt krachen lassen möchtest, oder du nimmst den matten Nudefarbenen, wenn du es ein bisschen zurückhaltender haben möchtest und matt magst. Und das hier ist halt wirklich dann ein hydratisierendes Lippenprodukt. Schaut so aus. Und ich denke auch, das ist eine Originalgröße. Auch das ist ein wunderschöner Ton. Das mag ich auch sehr gerne leiden. Schön Beerefarben, ne? Das ist, glaube ich, eher so mein Favorit von den Lippenfarben, die wir hier so drin haben. Es wäre ja richtig cool, wenn wir jetzt hier am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, irgendwie so einen Contouring-Stick oder sowas drin hätten, was natürlich schwierig von der Shade-Range ist oder so. Noch ein Lippenprodukt.
Ja gut, ein Lipgloss hat ja an und für sich auch noch gefehlt, aber es sind sehr viele Lippenprodukte, dafür nicht so viele Nagelprodukte. Das muss man für sich immer so selber entscheiden, würde ich mal so sagen, ob einem das gefällt. Die Farbe ist 017 und das ist der 3D Hydra Lipgloss. Und ich finde den richtig geil. Also allein von der Verpackung her feiere ich den tierisch. Das ist wirklich total, das ist so ein Handschmeichler, ne? Der liegt halt gut in der Hand, aber ist halt in der Schminksammlung schwierig, weil du kannst ihn nirgendwo reinstecken oder hinstellen. Ist einfach ein fancy Produkt. Hat ja auch so bläuliche und silberne Schimmerpigmente mit drin und den kannst du natürlich auch zum Beispiel über diesen hier drüber toppen, wenn man möchte, ne? Ja, es ist jetzt schon sehr, sehr lippenlastig, aber trotzdem haben wir noch einen anderen guten Mix. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die 24. Ich würde sie hart feiern, wenn wir hier wirklich mal eine Palette drin hätten. Klar, wir haben Monolidschatten schon hier drin und damit ist ja eigentlich die Lidschattenfraktion abgedeckt. Aber ich sage es jedes Jahr und immer wieder hoffe ich, dass Kiko das sieht und drauf hört, dass ich mir so sehr wünschen würde, dass die eine Lidschattenpalette reinpacken. Und ganz ehrlich, von der Größe her könnten sie es hier auf jeden Fall machen, ne? Da bin ich einfach mal gespannt, was wir hier drin finden. Es sieht schon mal richtig... Oh Gott, sieht das schön. Oh, das haben die wirklich gemacht. Ja, also wirklich, ich finde es richtig geil. Ich wusste nicht, was vorher drin ist. Also ich wusste es wirklich nicht. Erstmal, wie wunderschön ist diese Optik. Also Kiko macht mich mit diesem Adventskalender, auch wenn es eine Berg- und Talfahrt ist, so glücklich. So glücklich. No. Oh mein Gott. Ja, das ist krass. Das erinnert vielleicht auch an andere, die so Schimmerpaletten halt, wie soll ich das sagen, herausbringen. Schimmerquads, weil das sind halt nur Schimmertöne. Das kannst du aber kombinieren mit dem hier. Ne? Das passt. Das haben die sich tatsächlich überlegt. Das ist voll logisch. Oh mein Gott, ich möchte diese Lidschattenpalette behalten und ich möchte sie swatchen, denn ich finde das gerade so lobenswert und ich heul gleich. Ernsthaft. Ne? All die Jahre sitze ich hier, teilweise in anderen Räumen, und erzähle, wie geil ich das finden würde, wenn wir in der 24 eine Lidschattenpalette finden würden. Und dann packen die hier dieses Quad rein, was auch noch in der Holiday Collection ist, was ich immer wieder mir gewünscht habe. Dann wäre es ja bekloppt, wenn ich das nicht behalten würde und euch zeigen würde, wie es denn dann auch wirklich performt. Ne? Das schauen wir uns mal an. Okay, wir haben hier reine, also das finde ich aber schön, sehr, sehr schöne Sparkly-Töne. Wow, auch so ein bisschen Duochrome-mäßig mit dabei. Leute von heute, kann es sein, dass Kiko dann doch mal die Videos von den Adventskalender-Unboxing-Menschen guckt? Das wäre ja nett. Kiko, ich wende mich an euch und möchte an dieser Stelle sagen, danke. Danke, dass ihr das ein oder andere gehört habt, was ich auch gesagt habe oder was andere auch von meinen Kolleginnen und Kollegen bei den Unboxings eurer Adventskalender gesagt haben. Ihr habt wirklich vieles deutlich verbessert. Ich weiß nicht, ob ihr auch den Preis ein bisschen nach oben korrigiert habt. Das weiß ich jetzt gerade aus dem Stegreif nicht. Aber ich persönlich finde, Entschuldigung, dass 99 Euro für diesen Adventskalender vollkommen in Ordnung sind. Die Aufteilung hätte vielleicht ein bisschen durchmischter gewesen sein können. Aber wir haben hier so gute Produkte drin. Wir haben eine richtig tolle Aufmachung von der Optik her. Also wie gerne hat man sowas bitteschön die ganze Adventszeit bei sich stehen? Gar keine Frage. Wir haben sicherlich auch ein wundervolles Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass das Ganze sich finanziell auch für den Käufer lohnt. Du hast hier, abgesehen von den Lippenprodukten, keine wirklichen Doppelungen drin, sodass du halt wirklich alles auch in einem Look integrieren kannst. Dass sogar der Mono-Lidschatten auf die Lidschattenpalette in der 24 angepasst ist. Chapeau, Leute. Ne? Ich finde es toll, auch dass wir die Tools drin haben, die wir drin haben. Das mit den Stickern nehme ich jetzt einfach mal so hin, weil das ist halt so ein absolutes Fail-Produkt. Aber ansonsten, die Wipes, okay, da kann man auch noch drüber reden, aber die packen sie halt immer mit rein, weil man halt irgendwie so ein bisschen darauf hinweisen möchte, wahrscheinlich, dass man das Make-up auch irgendwann mal abschminken sollte. Aber an und für sich finde ich diesen Adventskalender so, so gut. Und das ist der beste Kiko-Adventskalender, den Kiko jemals rausgebracht hat. Ich feiere es. Ich finde ihn toll. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so meint. Ne? Würde mich echt interessieren. Denkt auf jeden Fall dran, es gibt so eine Möglichkeit, nennt sich iGral. Das ist, ich habe da keine Kooperation oder so mit, aber habe ich damals mal über Mama Co Beauty gemacht, dass ich mich da auch angemeldet habe. Ihr könnt, wenn ihr euch über iGral anmeldet, über die iGral Homepage gehen, bei Kiko einkaufen und dann Cashback bekommen. Ne? Und es gibt auch immer wieder bei Kiko Prozente.
Und das heißt nämlich, dass ihr den Adventskalender nicht unbedingt für 99 Euro kaufen müsst, sondern dass ihr entweder halt Cashback dafür bekommt oder dass ihr eben mit den Prozenten, die auf der Homepage angeboten werden, den ganzen Spaß hier etwas günstiger bekommen könntet. Aber auch für 99 Euro lohnt es sich definitiv. Wir haben hier auch Produkte drin, die ich generell aus dem Kiko-Sortiment sehr, sehr feiere, wie zum Beispiel die Augenpatches tatsächlich. Aber halt auch so ganz, also toll. Wirklich, unterm Strich. Ich mag den. Also wirklich, wirklich toll. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Können wir uns super gerne austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.